Ja, grüße dich. Hier ist der Tobias von deine-faszien.de und du schaust den 1-Minute-Beweglichkeitsflow von deine-faszien.de. Und heute geht es hier um den Brustbereich. Wenn du Probleme hier mit deinem Schlüsselbein hast, Schlüsselbein oder Brust-Schlüsselbeingelenk hier die Verbindung, dann wird dir die Übung, die ich dir heute präsentiere, wirklich gut tun und richtig, richtig gut tun. Und du wirst dich danach auch hier in dem ganzen Bereich einfach befreiter fühlen. Es fühlt sich richtig, richtig toll an und ja, darauf darfst du dich freuen. Worum geht es hier bei deine-faszien.de? Um ein Wort, Lebensqualität. Und ein zweites dazu, mehr Lebensqualität. Also, wenn du die Übungen hier machst, wirst du definitiv deine Lebensqualität verbessern. Punkt. Und da kannst du mich gerne beim Wort nehmen. Schau dir die Übungen an, mach sie mit. Du findest hier mittlerweile auf meinem Kanal über 500 Videos mit super genialen Übungen. Vor allem sind es Übungen, die du nirgendwo anders findest. Deswegen lohnt es sich hier auf diesem Kanal, den zu folgen, deswegen auch zu abonnieren, weil du nur hier diese genialen Übungen an die Hand bekommst. Nirgendwo anders im ganzen World Wide Web. Ich richte mich nach der Faszienstruktur und deswegen sehen die Übungen teilweise komisch aus, aber sie haben enormen Impact, sage ich jetzt mal, auf unserem Körper. Die Selbstheilung wird aktiviert. Man weiß ja mittlerweile, dass die Faszien auf sehr viel äußere Einflüsse auch reagieren. Äußere Einflüsse, sprich die Umwelt, in der du dich ja umgibst sozusagen. Darauf reagiert deine Faszie auch. Deine Faszie reagiert auf Stress. Deine Faszie reagiert auf Emotionen. Und mit Übungen kannst du, wenn Emotionen dazu geführt haben, dass die Faszie sich zusammengezogen hat und total verspannt und verklebt ist, schaffst du es mit Übung, sie auch wieder zu lockern. Und deswegen kann es auch mal passieren, dass auf einmal Emotionen hochkommen bei dir, wenn du Faszienübungen machst. Das ist ganz, ganz normal, dass, wie gesagt, weil Emotionen in der Faszie verankert sind. Über die Faszie werden Botenstoffe transportiert. Und das ist halt der Grund, warum Emotionen auch gelöst werden können, wenn du deine Faszien löst. Also, dass auf einmal dir Sachen durch den Kopf gehen, wo du denkst, hä, warum geht mir das jetzt durch den Kopf? Und das hängt halt, wie gesagt, damit zusammen. Aber da möchte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, sondern es geht jetzt direkt um die Übung. Und heute gibt es die Übung 1 Minute. Ich erkläre sie erstmal ganz kurz folgendermaßen. Wir fangen jetzt mit der rechten Hand an. Die schiebst du nach vorne links. Die linke Hand schiebst du nach oben rechts. Und beide machen eine entgegengesetzte Stechbewegung. Das heißt hier 2-3 Mal. Dann ziehen wir uns runter. Wenn wir uns aber runterziehen, drehen wir mal den Daumen nach außen und versuchen mit den Handballen auf den Fußboden zu kommen. Wenn du nicht runterkommst, so wie ich hier, ja, dann mach das so, wie es geht. Ja, so weit runter halt, wie es geht. Und wenn du dann wieder hochkommst, wechselst du halt zur anderen Seite. Das heißt, ich habe ja gerade so gemacht. Jetzt mache ich, nee, Quatsch, so. Hier, bam, bam, bam. Wichtig bei der Übung. Beide Arme gehen in die maximale Länge. Das ist ganz, ganz wichtig, sonst bringt die Übung nichts. Wenn du nur so machst hier, bringt das nicht. Du musst hier den linken Arm richtig rüber und den rechten nach oben. Uff, uff, uff. Und dann wieder runter und dann wechseln. Ja, du siehst, ich komme da auch schon mal ein bisschen durcheinander mit dem Wechsel. Ist mich koordinativ sehr anspruchsvoll und ich überlege ja gerade auch, was ich dir sagen muss. Deswegen hast du es gerade gemerkt. Ich war jetzt gerade, glaube ich, zweimal bei der gleichen Seite. Ja, aber das ist die Übung und die machen wir jetzt 1 Minute lang. Und danach, also ich merke das jetzt schon, an diesem paar Mal schon, das fühlt sich bei mir jetzt schon super genial an. Das wird bei dir genauso sein. Okay, ich stelle mal meine Uhr auf 1 Minute und dann legen wir los. Wir fangen so an und dann runter. Ja? Okay, bereit machen und Action! Wenn du zweimal die gleiche Seite machst, ist auch nicht schlimm. Oh.
Boah, ist das genial. Ich hoffe, ihr könnt mich noch gut hören, weil ich merke, mein Mikrofon, jetzt habe ich die gleiche Seite neu gemacht. Das wird ganz schön von meinem Arm eingequetscht, merke ich gerade. Verzeih mir, wenn es da vielleicht ein bisschen Knüstergeräusche gibt. Ja, habe ich gerade nicht so dran gedacht. Und nochmal rüber. Und dann ist die Minute auch schon vorbei. Ja, der Wahnsinn. So schnell geht das hier. Ja. Wie fühlst du dich jetzt? Ich hoffe, du hast mitgemacht. Ansonsten spur nochmal zurück und mach die Übung. Und dann kommentier doch bitte mal, wie du dich jetzt fühlst. Also ich merke hier, das fühlt sich genial an. Ja, hier Brustwirbelsäulenbereich. Einfach, ja, es fühlt sich einfach mega, mega gut an. Oh, das ist ein Stichwort. Mega gut würde ich es finden, wenn du mal hier einen Daumen hoch machst für dieses Video und vor allem diesen Kanal abonnierst, wenn du es noch nicht getan hast. Warum solltest du es tun? Den Grund habe ich dir am Anfang schon erklärt, weil du nur hier super geniale Übungen an die Hand bekommst, die dein Leben bereichern werden. Mit der du es schaffst, immer aufs Neue dich sofort in einen Zustand zu katapultieren, der Glückseligkeit, des Wohlbefindens und der Leichtigkeit. Und genau das ist ein Grund, warum du hier auf Abonnieren drücken solltest und daneben auf die Glocke. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, einen schönen Mittwoch. Wir sehen uns dann am Samstag wieder, dann heißt es ja Weekend Flow Time. Also bis dahin, ja, und dann gibt es eine neue Übung. Ciao!